Liebe Gemeinde, es ist ein Vorrecht, dass wir in dieser Osterzeit zu euch kommen dürfen. Und ich freue mich auch, dass wir in dieser Osterzeit ganz besonders auch heute Karfreitag feiern dürfen. Und dazu haben wir eine gute Botschaft von Bruder Ernst Janssen vorbereitet für euch und zwei Lieder auch in diesem Zusammenhang für diesen Karfreitag vorbereitet. So, wir hoffen, dass es euch ein Segen sein möchte und dass ihr dadurch wirklich auch diesen Segen weitergeben könnt durch den Einfluss, dass das Wort Gottes in euer Leben tut. Gott segne euch heute Morgen. Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen, vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen. In den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Worte, die das Furchten lehren, Krisen, die die Angst vermehren, Mauern, die die Sicht verbauen, Pläne, die wir nicht durchschauen, Menschen, die uns Angst einjagen, Nöte, die sich überschlagen, Dramen, die uns sprachlos machen, Sorgen, die zu schaffen machen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen. In den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Aufbruch in das unbekannte Schatten wirft das ungeplante Abschied, der uns endlos schwer fällt, Zweifel, der das Herz zutiefst quält, Fehler, die man nie verziehen kriegt, Schuld, die schon so lang zurückliegt, Hoffnung auf den Ängste, weil so oft misslang. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Liebe Gemeinde, in diesen Tagen beschäftigt sich die ganze Welt mit einem einzigen Thema, Coronavirus. Sicherlich haben wir dieses Wort schon dutzendmal gehört. Und was wir als Christen in 2000 Jahren nicht geschafft haben, das hat diese Krankheit in wenigen Wochen erreicht.
Die Botschaft von dieser Krankheit ist um die ganze Welt gelaufen. Und die meisten Menschen haben davon gehört, die meisten Menschen glauben daran und fürchten sich davor. Und doch müssen wir sagen, dass dieses keine frohe Botschaft ist. Es ist keine Botschaft des Friedens oder der Freude. Die Nachrichten, die wir hören, sprechen von Ansteckungsgefahr, Infektionsfälle, Todesfälle, Quarantäne, 2 Meter Abstand voneinander. Wir werden aufgefordert, unsere Mitmenschen in die Distanz zu halten. Je weniger körperliche Nähe oder Berührung, desto besser. Das Coronavirus hat schon die ganze Welt verändert und wir wissen noch nicht, wo es alles enden soll. Aber eines ist klar, dieses Virus ist keine frohe Kunde und keine Heilsbotschaft. Tausende Menschen, Jahrzehntausende Menschen haben schon den Tod gefunden und die Kurve der Zahlen steigt jeden Tag an. Heute feiern wir Karfreitag. Und das Thema heute Morgen ist ebenfalls Tod. An diesem Tage vor vielen Jahren hat Jesus, der Sohn Gottes, für uns das Tor zum ewigen Leben aufgetan. Er erlitt für uns den Tod, damit wir durch ihn in ein neues Leben gehen können. Einst beim Vater sein in der zukünftigen Welt. Der Prophet Jesaja sprach schon vor 600 Jahren vor Christus diese Worte. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch das Geschehen dort auf Golgatha vor 2000 Jahren haben wir nun neues Leben, ewiges Leben in Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott, Versöhnung mit dem Vater. Wir haben Gemeinschaft in Liebe mit unseren Mitmenschen. Anstatt zu trennen, wie das Coronavirus, führt uns Jesu Tod zusammen. Statt Krankheit schenkt uns sein Leiden Heilung. Und wo Jesus ist, da entsteht Gemeinschaft. Wir wollen heute im Geiste unseren Herrn dort auf Golgatha begleiten. Wir wollen gegenwärtig sein in seiner Todesstunde. Gottes Wort berichtet uns, wie sehr der Sohn Gottes dort am Kreuz gelitten hat. Und wie hoch der Preis war, den er für unsere Sünden bezahlt hat. Matthäus war Augenzeuge der Kreuzigung Jesu und er berichtet es in seinem Evangelium folgendermaßen. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgotha, das bedeutet Schädelstätte, gaben sie ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Kopf war seine Schuld aufgeschrieben. Das ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt. Einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Die aber vorübergingen, schüttelten ihre Köpfe und riefen, der du den Tempel abbrichst und ihn in 3 Tagen wieder aufbaust, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig vom Kreuz herab. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der soll ihn nun erlösen. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an lag eine tiefe Finsternis über dem ganzen Land bis zur 9. Stunde.
Und um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen einmal versuchen, den Ort des Geschehens uns vorzustellen, ihn mit eigenen Augen zu sehen. Hier auf dieser sogenannten Schädelstätte wurden Menschen in qualvoller Weise umgebracht. Die Römer hatten die Kreuzigung erfunden als eine Todesstrafe, als eine der grausamsten Todesstrafen, die es überhaupt gibt. Nachdem nun die Soldaten ihre blutige Arbeit getan hatten, setzten sie sich ruhig und teilnahmslos auf die Erde und warteten. Das Klagen und Stöhnen der Opfer berührte sie kaum. Dort standen die frommen Juden, die hohen Priester, die Schriftgelehrten. Sie standen da mit befriedigtem Gesicht und lästerten und spotteten und lachten über Jesus. Endlich sind sie diesen lästigen Wanderprediger los. Sie brauchen keine Angst mehr haben, dass dieser Rebell ihnen wieder die Leute wegstehlen wird. Dort ganz hinten, am Rande, stehen Jesu Nachfolger. Dort stehen seine Mutter und seine Jünger. Aus Furcht und voller Grauen stehen sie abseits. Ihr Herz ist voller Schmerz und Enttäuschung. Nach einer geraumen Zeit hat das Spotten und das Lachen nachgelassen. Die Spannung hat nachgelassen. Und plötzlich zieht eine mitternächtliche Finsternis über das Land. Es ist, als ob Gott den Vorhang zuzieht, während er das Gericht über seinen Sohn vollzieht. Und dort in dieser Dunkelheit und dort hinter dem Vorhang straft Gott unsere Sünde, indem er seinen eigenen Sohn für uns opfert. Mit all unseren Sinnen, mit all unserem Empfinden können wir die Tiefe dieses Geschehens auf Golgatha gar nicht begreifen. Und dann hinein in diese Dunkelheit und mitten in dieses Gottesgericht stößt Jesus diesen furchtbaren Schrei aus. Und diese Worte machen das Geheimnis dieser Stunde noch unheimlicher. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Wir wissen, dass die Verbundenheit mit dem Vater das zentrale Merkmal des Lebens Jesu war. Damals bei seiner Taufe, da sprach Gott, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Gott hat dieses noch zu keinem anderen gesagt. Und in dieser Verbundenheit lebte Jesus und in dieser göttlichen Autorität hat er sein ganzes Wirken unter den Menschen vollzogen. Er heilte ihre Krankheiten, er erweckte Tote zum Leben, er gebar den Naturgewalten und sie mussten ihm gehorsam sein. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen, sagten die Leute, die seine Reden hörten. Im Johannesevangelium erklärt Jesus seine Tätigkeit. Im Kapitel 4 sagt er, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Im Kapitel 5 sagt er, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Im nächsten Kapitel sagt er, denn ich bin vom Himmel gekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Und dann im Kapitel 10 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. So sehr gehören Vater und Sohn zusammen. Jesus hat oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen ihn enttäuschten und ihn nicht verstanden. Viele waren ihm nachgefolgt. Viele hatten seine Reden gehört, sie hatten seine Wunder gesehen, aber nach einer Weile haben viele dann auch ihm den Rücken gekehrt und sind davongegangen. Einmal stellte Jesus den Jüngern diese Frage, wollt ihr auch weggehen?
Damals wollten sie noch bei ihm bleiben. Aber jetzt, wo sich die ganze Sache zuspitzte und Jesus verhaftet wurde, da laufen auch seine treuesten Freunde, seine Jünger, alle davon. Und obwohl das sehr enttäuschend war und sehr schmerzhaft war für Jesus, er hat es im Voraus gewusst. Aber nun diese furchtbaren Worte: Vater, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, dass dieser Ausspruch aus dem Psalm 22 stammt. Er wurde vom König David geschrieben. Aber die Erfahrung Jesu scheint so überwältigend zu sein, dass er nicht einmal seine eigenen Gedanken fassen kann. Er findet nicht einmal seine eigenen Worte. Und dann ein kurzer Aufschrei aus dem Psalmen entrinnt sich seiner Brust. Und wir müssen sagen, Jesus erlebt hier nicht eine innere Anfechtung. Hier geht es um die Wirklichkeit. Jesus wurde wirklich von Gott verlassen. Das Zorngericht Gottes über die Sünde trifft ihn. Er steht unter dem Fluch Gottes. Wir spüren es diesem Schrei ab, dass Jesus die Nägel herausreißen möchte und beide Hände ausstrecken möchte, um zum den Vater zu greifen. Jesus fühlt und weiß, Gott lässt mich nicht nur sterben, er wirft mich auch in die tiefste Hölle. Denn das bedeutet doch Hölle in der Bibel, von Gott verlassen zu sein. Und nun legt Gott nicht nur alle unsere Sünden auf Jesus. Er straft auch nicht nur alle unsere Sünden in seinem Sohn. Die Bibel sagt uns, Gott machte seinen Sohn für uns zur Sünde. Und der Heilige Geist straft die Sünde mit dem ewigen Tod. Gott hat seinen Sohn dahingegeben. Das ist ein schreckliches Wort. Einmal sagte Jesus zu Nikodemus: Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Aber nun hat er seinen Sohn dahingegeben. Warum? Warum wirft Gott seinen eingeborenen Sohn in die äußerste Finsternis, in die Gottesferne, eine für uns unvorstellbare Trennung? Es gibt nur eine einzige Antwort dafür. Golgatha geschah für uns. Golgatha geschah für dich und für mich. Durch unsere Sünden wurden wir vor Gott gerichtsreif. Wir wurden höllenreif und Gott kann in seiner Heiligkeit nur eine einzige Antwort geben: völlige Trennung von ihm. Gott muss strafen, aber er straft Jesus, um uns zu verschonen. Gott muss richten, aber er richtet Jesus, um uns aufzurichten. Gott muss verwerfen, aber er verwirft seinen Sohn, um uns zu vergeben. Dort am Kreuz macht Gott seinen Sohn zum Generalschuldigen der ganzen Welt. Jesus leidet am Kreuz für alle unsere Schuld. Und so versöhnte Gott die Menschen wieder mit sich selbst. Ein Liederdichter schreibt Folgendes: In Gedanken und im Geiste eile ich hin nach Golgatha, zu der heiligen Leidensstätte, tief gebeugt zu beten da. Von der Seite meines Heilands fließt ein Strom so dunkelrot, rein zu waschen mich von Sünde, zu versöhnen mich mit Gott. Sieh hin, er stirbt. Er stirbt für dich. Er stirbt. Er stirbt für mich. 2000 Jahre sind vergangen, seit Gott die Menschheit mit sich selbst versöhnte. Und die Bedeutung und die Tiefe dieses Geschehens hat noch nie ein Mensch erfassen können, erforschen können.
Auch haben noch nicht alle Menschen die frohe Botschaft dieser Erlösung gehört. Aber von größter Bedeutung für uns heute ist, dass wir etwas von dem Warum verstehen und dass wir uns unter dieser Tatsache beugen, dass Jesus für uns den ewigen Tod litt und dass wir dieses in Dankbarkeit annehmen im Glauben. Der Apostel Paulus sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, von ganzem Herzen wollen wir dir dafür danken, dass du deinen einzigen Sohn geopfert hast für uns. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast und dass wir nun durch deinen Tod ewiges Leben haben, erlöst sind und eine ewige Zukunft beim Vater im Himmel haben. Wir danken dir und preisen dich dafür von ganzem Herzen. Amen. Jesus, der Regent in seiner Majestät, herrschte lange vor der Schöpfungstat. Seine Welt sollte ihm wohl, doch er verließ den Thron. Er wurde Mensch und trug die Dornenkrone. Er hat den Preis bezahlt, mit Pein und Kreuz und Schmach. Hat uns das Heil gebracht und sein Gemach. Kein Opfer war zu groß, er gab sich selbst für uns. Welch tiefe Liebe, welch hoher Preis. Gottes Sohn kam zu uns, wurde so wie wir, trug die Kleider schwacher Menschlichkeit. Königliches Blut, unschätzbares Blut, floss für unsere Sünde an dem Kreuz. Er hat den Preis bezahlt, mit Leben, Kreuz und Schmach. Hat uns das Heil gebracht und sein Gemacht. Kein Opfer war so groß, er gab sich selbst für uns. Welch tiefe Liebe, welch hoher Preis. Jesus lag gebettet in dem Felsengrab. Alles schien so sinnvoll. Doch der Tod musste vergehen und Finsternis entfliehen, als Jesus unser König auferstand. Er hat den Preis bezahlt mit Nägeln, Kreuz und Schmach, hat uns das Heil gebracht. Rein gemacht. Kein Opfer war so groß, er gab sich selbst für uns. Welch tiefe